Lass uns über den Valentinstag sprechen. Ich denke, der Valentinstag ist etwas, das in jedem Floristen gemischte Gefühle auslöst. Es ist so eine der Saisonen, wo ich auch weiß, dass einige Floristen sagen, mache ich nichts, ich mache da Urlaub. Das lasse ich raus, weil es eben auf der einen Seite natürlich dieses schöne Gefühl von viel Umsatz bringt. Auf der anderen Seite ist es dieses Übertriebene, dieses zu viel, dieser Konsum, dieses nicht so gute Gefühl. Und was ich denke, da können wir ganz ehrlich sein miteinander, das ist für jeden Floristen dasselbe. Aber wichtig ist es immer, eine Lösung zu finden, das heißt, eine Balance für sich selbst zu finden und zu sagen, ich muss aber nicht jedes Jahr dasselbe machen. Ich muss aber nicht diese überteuerten roten Rosen importieren. Ich kann auch, nicht nur, aber ich kann auch Lösungen anbieten. Ich kann auch sagen, ich arbeite mit diesen wunderschönen getrockneten Blumen, die wir jetzt alle haben, weil es ein wunderschöner Trend ist, damit zu arbeiten. Ich kann so viel anderes machen. Ich kann den Menschen den Frühling anbieten. Und einfach für mich selber zu sagen, was brauche ich, um in diese Balance zu kommen, dass ich wieder diesen Spirit spüre vom Valentinstag. Und das ist am Ende nichts anderes wie die Essenz unseres Berufes, Menschen mit Blumen glücklich zu machen. Egal wen, egal wer wen beschenkt. Blumen machen glücklich. Das ist einfach so. Das ist cheesy, aber das ist so. Und eine einzelne Blume kann so viel bewirken in einem Menschen. Und dass wir diesen Spirit nicht verlieren, finde ich, ist diese Balance so wichtig. Diese Balance für uns selbst als Floristen, als Unternehmer, zu sagen, was biete ich als Alternative an? Ja. Und nicht nur eine Alternative. Viele Alternativen, die Spaß machen, die nachhaltig sind, die gut tun, hinter denen wir stehen.